Wollen Sie auch mal probieren? Das mal richtig Laune macht das. Mensch, das soll es Menschen geben, die putzen Fenster, obwohl die sauber sind. Ja, die werden süchtig danach. Das habe ich, ich hab davon gehört. So einfach da oben anfangen und dann ganz locker abziehen. Unten auf der Gummilippe aufhören. Bisschen mehr drücken. So leicht andrücken. Ja, so leicht andrücken. Leicht. Sehen Sie Ansätze? Nein. Sehen Sie Schlierstreifen? Nein. Tropft es? Nein. Da habe ich alle Punkte gelöst. Nee, nicht so. Ist gut. Also wenn, dann läuft das Wasser wieder raus. Ich zeige Ihnen das mal. Ich mache jetzt mal den Rahmen trocken hier. Den Rahmen mache ich mal trocken, der soll ja trocken bleiben, stimmt's? So, jetzt wird das Fenster eingeseift. Das nimmt man ja einfach eine Seifenlauge. Man nimmt hier ein bisschen Spülmittel, wenn Sie Lust haben, ein bisschen Essig. Waschen das Fenster vor. Haben Sie auf den Rahmen geputzt, fangen Sie am Rahmen oben an. Und dann ziehen Sie einfach bis zur Gummilippe und nicht weiter. Dann bleibt der Rahmen trocken. Sehen Sie das? Hier, bis oben drauf. Und wer Fenster habe ich ja nicht. So, jetzt sagen Sie mir mal, ob Sie Schmierstreifen sehen, Ansätze oder ob hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich putze ja wirklich 6 Fenster in 10 Minuten. Das ist schon unvorstellbar. Das hört in Not. 30 Euro. Das hört komplett. Das hört in Euro, also 30 Euro. Komplett. Von der Firma Aquaclean 5 Jahre volle Garantie. Ich gebe Ihnen auch meine persönliche Zufriedenheitsgarantie noch mit dazu. Weil ich stehe ja jedes Jahr hier am Markt. Sie brauchen auch keine Angst haben, dass ich nicht wiederkomme. So, jetzt machen wir auch mal ein bisschen Öl auf die Scheibe, weil Sie putzen ja keine sauberen Fenster, oder? Es sei denn, man ist putzsüchtig, aber ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der saubere Fenster putzt. Die werden ja schmutzig, oder nicht? Durch Umwelteinflüsse, so Staub, Smoke, da gibt es ja so Umwelteinflüsse. Stadtfenster werden ja eher schmutzig als Landfenster auf dem Lande. Da kommt mal eine Fliege angeflogen, die pinkelt dagegen, das ist ja nicht schlimm, oder? Ja, so Fliegendreck, Blütenstaub. Wer kleine Kinder hat, die Kinder machen immer gerne so, die kleinen Kinder, die patschen.